Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legend of Grimrock 2. Wir betätigen den Schalter. Und ich würde denken, hier ist was passiert, genau. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite nämlich noch genau diese vier gleichen aktivieren. Ah, okay. Hier vielleicht noch? Nee. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch den anderen Tomkey. Verstehe nur dennoch nicht, wie man... Okay, das ist der gesamte Raum gewesen, das ist schön. Durch diese Türen kommt... Ja, der Hochgeborene. Der Highborn. Und da hinten müssen wir auf jeden Fall die... Also, ja, müssen auf jeden Fall, ne? Hier die Türen. Wie haben wir die sonst immer aufbekommen? Gar nicht, ne? Also, waren nur lediglich Schalter gewesen. Wir könnten ja... Ne, kann man nicht. Dahin kommen wir nicht hin. Also wir könnten versuchen, der eine Waffe... Wer war die gewesen? Hier, die hier. Hm, bringt nix. Und das vier Ding möchte ich unbedingt auf mich selber benutzen, weil ich habe da ein bisschen Angst vor. Kann man trotzdem... Wir können es trotzdem mal probieren. Ich will überhaupt gar nicht hingucken, ehrlich gesagt. Paralysiert, ja, das ist ganz ordentlich. Hat aber dennoch nichts getan. Ja, der ist schnell wieder befreit von seiner Paralyse, denke ich mal. Ah, der ist schon wieder frei. Okay, also hier nichts. Die Gräber halt, ne? Die könnten vielleicht noch was sagen. Na? Ne, ich dachte schon. Man hätte da wieder was durchgesehen durch die Tür. Aber definitiv... Hier so, vielleicht dieser Mittelteil. Der könnte noch aufgemacht werden. Soll ich den Chat den Dings jetzt benutzen? Ich werde den Chat mal und den Dings immer noch nicht benutzen, den Kristall. Das ist mir echt ein bisschen Verschwendung. Nur für die Accuracy und fürs Blocken. Mein Minotaurus hält da schon durch. Hier lag vorher eine Fackel drin. Oh Mann, ey, ich hasse das. Ach, keine Fackel. Ach, du hast ja gar keine Fackel. Gar kein Fackelhalter. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie hinten reinkommen in die Türen. Wird wahrscheinlich Schalter geben. Aber ich habe eigentlich alle abgesucht. Wäre mir neu, wenn ich einen übersehen hätte. Das war ja nur ein Secret gewesen. Schon wieder vergessen, was hier lag. Ist aber auch egal. Scheint unwichtig gewesen zu sein. Ja, das war der einzige Knopf, den ich gefunden hatte hier hinten. Muss man den Gräber machen? Aufmachen kann ich ja auch nicht. Die Fackeln kann ich auch nicht aufmachen oder sowas in der Art. Keine Schalterchen, keine Schalterchen, keine Schalterchen. Kann der? Nee, kann er nicht, natürlich nicht. Kann er natürlich nicht. Die Fackel steckte schon drin, soweit ich weiß. Und hier haben wir die Geschenke mitgenommen. Es sind auf jeden Fall Türen, die aufgehen werden wieder. Ach ja, Gott, nochmal. Und das war alles von dem anderen. Hier reinlegen, also ins Entgegengesetzte einlegen. Nee. Nee, das lag ja hier, ne? Das lag ja hier. Nö. Boah, dahinter sind sowas von Schlangen. Holy shit.
Ich hoffe mal, ich kann die behalten, Alter. Die Waffen. Hast du vielleicht einen Schlangenstab reinlegen? Ja, auch nicht. Mich nervt auch, dass ich da hinten nicht reinkomme. Schon ziemlich fies. Tja, aber geht's ja noch nicht weiter. Überall Fackeln reinsetzen. Hinter mir, ja, hier, ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir da irgendwie hin müssen. Ich komme noch nicht ran. Sonst irgendwo mal eine Fackel einsetzen können? Ja, definitiv hier ist noch irgendwas. Kackmonster. Dann geht's jetzt zum Eingang. Nö. Nix. Leider nichts. Schlangenstab habe ich, glaube ich, auch schon probiert gehabt, ne? Wir lassen den Schlangenstab jetzt erstmal hier. Auf der Position. Nee, warum komme ich nicht weiter? Ich brauche hier definitiv den Thumb-Key für hier hinten. Aber, na, geht das nicht. Nicht so einfach. Auf jeden Fall haben die Gräber sicherlich irgendwas damit zu tun. Ich glaube nicht, dass die umsonst da sind. Ach komm, hier ist eine Note. Hey, lol. Kommt die denn her? Hier ruht Teheb, der Architekt. Warte, warte, warte. Teheb. Ah ja. Okay, habe ich die vorher nicht gesehen, oder ist die erst gerade erst raufgekommen? Wer ruht hier? Ich habe das Gefühl, als ich das gemacht habe, kam das. Fehlanzeige. Na komm. Nix, da ist ein Namenloser. Sollte ich mir mal ein bisschen was zu futtern geben? Mache ich das mal wieder eine Weile. Dummerweise stand auf einem ein Dings anscheinend drauf, auf einem eine Notiz. Okay, auf einem steht eine Notiz drauf. Teheb. Numan und Harmon. Warum zum Geier hattest du eine Notiz auf dir drauf? Warum ich die vorher noch nicht gesehen gehabt? Was macht man denn mit? Was ist denn Teheb? Wer ist denn Teheb? Teheb, der Architekt. Achso, Teheb, der Architekt, sein Begleiter und seine zwei loyalen, ja, Diener. Ja, Diener.
Ah, das sind die vier Särge. Frag mich dennoch, was das soll. Bringt mir ja nichts. Und was reinlegen ist ja auch Spaß, das habe ich jetzt schon getan. Will er nicht, will er auch, wahrscheinlich auch nicht, ist mein Essen außerdem. Gib es nicht! Talpi. Gute Frage. Und hier passt sie genauso wenig. Wahrscheinlich würde man hier wieder rauskommen, wenn man hier reingeht. Oder das eine öffnet hier links die Tür, das andere öffnet rechts die Tür. Kann aber auch nicht sein, weil wir da nicht hinkommen. T-Hab. Huch, dunkel. Schlange-Tempel gerade nicht weiter. Dummerweise. Da unten ging es auch noch lang, aber da kam man halt nicht lang. Oder doch? Ne, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Na, ich habe keinen Bock gerade mehr drauf auf diesen Gang. Haben wir aber auch nicht viel. Die schweigen mich auch nur an. Oh, eine Schatzkiste. Na gut, da wird es hier, denke ich mal, nicht reingehen. Sondern höchstens raus. Ich nehme die Fackel mit. Weißt du, ob wir irgendwo noch eine reinstecken müssen? Nee, hier ist auch nichts. Ist ja ätzend. Oh Mann, Leute! Ich komme mit dem Schlangenrätsel nicht, aber dem Rätsel nicht weiter. Irgendwas muss ich ja sicherlich reinlegen, aber ich will überhaupt gar nichts reinlegen. Nee, da sowieso nicht. Höchstens hier hinten. Irgendwas musst du da reinlegen. Eine Fackel vielleicht? Setz mal noch eine zweite rein, weil es so schön ist. Leider nicht. Alle einfach mal reinpacken. Leider nicht. Schade. Dass sie immer so schnell wieder voll sind. Ja, dann bin ich gerade ein bisschen planlos. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Hat man schon. Das ist ja der einzige Weg, hier irgendwie weiterzukommen. Entweder hier rein, wo wir nicht können, weil keinen Schalter, oder hier, wo wir was reinlegen könnten. Aber nicht können, weil halt, ja, wir sind sowieso Gegenstände, die wir irgendwie nicht verbrauchen können oder so. Das wäre sonst dumm. Nö. Auch nicht. Schade. Tja.
Bin ich ratlos? Mach mal ganz kurz eine Pause. Dann ruhe ich dich ein bisschen aus und dann. Vielleicht kommt mir dann wieder was Neues in den Sinn. Aber hier sieht ansonsten echt alles super aus, eigentlich. Alles habe ich jetzt schon doppelt nach Dings abgesucht, nach Schaltern. Und dann das eine verdammte Schlange. Kann man damit draufschlagen? Könnte man auch. Ich habe sowieso gemisst. Ach, schon wieder Mist. Na gut, wir machen ganz kurz eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Legend of Grimrock 2. Vielen Dank und bis dann. Ciao.